Mysterium des Monolithen, meine Damen und Herren, ist bis heute ungeklärt, obwohl er seit fast einem halben Jahrhundert eine Fangemeinde rund um den Erdball nicht mehr loslässt. Jetzt gibt er immerhin Preis, wie der legendäre Film 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick entstanden ist. Der Monolith ist nämlich geschrumpft zu einer immer noch recht gewichtigen Metallkassette, die im Inneren zwei Bildbände verwahrt. Wir besuchten in London exklusiv die Witwe des großen Regisseurs Christiana Kubrick und sie hat als Nachlassverwalterin ihres Mannes den Mini-Monolithen gefüllt mit Material aus ihren Archiven. Dieser Film ist einzigartig, rätselhaft, meisterhaft. 2001, Odyssee im Weltraum. Ein Meilenstein der Filmgeschichte. Das Publikum bei der Weltpremiere war allerdings ganz anderer Meinung. Stanley Kubrick erlebte einen Höllenabend. Er wurde zur Sau gemacht, aber gleich so grantig und fies und voller Schadenfreude. Und es war sehr eine furchtbare Lehre für Stanley. Und alle sofort, ja, das wären nur die Leute, die Drogen nehmen, die dahin gingen. Der ultimative Trip. Viele sahen sich 2001 mehrfach hintereinander im Kino an. Ganz vorne, in der ersten Reihe, ganz nah dran am Bilderrausch. Ältere Zuschauer konnten mit dem Film meist nichts anfangen. Das jüngere Publikum aber machte 2001 zu einem Kassenerfolg und schickte Kubrick tonnenweise Fanpost. Der Film wurde sofort zum Mythos, der unzählige Interpretationsmöglichkeiten eröffnete. Denn Kubrick hielt sich in seinem Science-Fiction-Epos an das Motto: Erklär nie etwas, was du selbst nicht verstehst. Zu der radikalen, dialogfreien Erzählweise fand Kubrick erst während der Dreharbeiten. Die ersten 20 Minuten von 2001 hatte ursprünglich Narration, einen Erzähler, der alles erklärt. Zum Glück kam Stanley davon weg. Andererseits, der Preis war, dass manche Leute es nicht verstanden haben. Hausbesuch bei den Kubricks, nördlich von London. Die Witwe des Regisseurs Christiane Kubrick und ihr Bruder Jan Harlan haben dem Taschenverlag die Archive geöffnet für das kiloschwere Buch über die Entstehungsgeschichte von 2001. Sie geben Einblick in die Besessenheit, die Präzision, die Detailverliebtheit, mit der Kubrick jahrelang an dem Film arbeitete. Und zeigen, wie der schluffig-legere Kubrick auf den stets korrekt gekleideten Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke traf. Es war eine absolute kreative Explosion. Arthur C. Clarke war absoluter Wissenschaftler und Mathematiker und kam also aus der Ecke. Und Stanley, Fotograf. Sie hatten dann auch beide ein Fernrohr. Und es war sehr schwer, sich den Mond genau anzusehen, still zu sitzen im Kalten und es genau einzustellen. Das endete damit, dass sie zu viel getrunken haben und haben in die Fenster von anderen Leuten geguckt in New York. So kreierten sie aus ihrer Fantasie die Mondlandschaft. Vor der Mondlandung 1969 wusste ja kein Mensch, wie es da oben aussah. 2001 war noch beseelt von der Euphorie der frühen Jahre der Raumfahrt. Hal, der Bordcomputer, verkörpert die tödliche Seite der vom Menschen geschaffenen Technik. Er wehrt sich, als ihn die Astronauten abschalten wollen. Ein kalter, rationaler Killer. Das rote Auge, was ohne jedes Gefühl logisch handelt. Und mit der Logik kommen wir sehr schlecht an. Da musst du jedes Kind mit einer Erkältung gleich abschlachten. Was soll das? Steck mich doch an. Das wäre ein Computerdenken. Hat nichts mit unserer besseren Seite zu tun. Öffne das Schleusentor. Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl. Hallo! Dieser Film stellt die ganz großen Fragen. Was ist Menschlichkeit? Was Intelligenz? Woher kommen wir? Das, was gültig bleibt an dem Film, ist, dass wir nichts wissen. Ja, wir haben keine Ahnung. Der Film ist eine große Verneigung vor dem völlig Unbekannten, Schöpfer des Universums. Was das auch immer, welche Worte man auch immer benutzt, die sind alle verkehrt. Kubrick wusste, dass wahre Kunst am besten ist, wenn sie sich ein Geheimnis bewahrt.
Und 2001 blieb das größte Geheimnis dieses brillanten Künstlers, der so gut wie nie Interviews gab. Wer braucht schon Worte, wenn er die ganze Evolutionsgeschichte in einem einzigen Schnitt erzählen kann? Sie sahen sich 2001 mehrfach hintereinander im Kino an, ganz vorne, in der ersten Reihe, ganz nah dran am Bilderrausch. Ältere Zuschauer konnten mit dem Film meist nichts anfangen. Das jüngere Publikum aber machte 2001 zu einem Kassenerfolg und schickte Kubrick tonnenweise Fanpost. Der Film wurde sofort zum Mythos, der unzählige Interpretationsmöglichkeiten eröffnete. Denn Kubrick hielt sich in seinem Science-Fiction-Epos an das Motto: Erklär nie etwas, was du selbst nicht verstehst. Zu der radikalen, dialogfreien Erzählweise fand Kubrick erst während der Dreharbeiten. Die ersten 20 Minuten von 2001 hatte ursprünglich Narration, einen Erzähler, der alles erklärt. Zum Glück kam Stanley davon weg. Andererseits, der Preis war, dass manche Leute es nicht verstanden haben. Hausbesuch bei den Kubricks, nördlich von London. Die Witwe des Regisseurs, Christiane Kubrick, und ihr Bruder Jan Harlan haben dem Taschenverlag die Archive geöffnet für das kiloschwere Buch über die Entstehungsgeschichte von 2001. Sie geben Einblick in die Besessenheit, die Präzision, die Detailverliebtheit, mit der Kubrick jahrelang an dem Film arbeitete. Und zeigen, wie der schluffig legere Kubrick auf den stets korrekt gekleideten Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke traf. Es war eine absolute kreative Explosion. Arthur C. Clarke war absoluter Wissenschaftler und Mathematiker und kam also aus der Ecke. Und Stanley, Fotograf. Sie hatten dann auch beide ein Fernrohr. Und es war sehr schwer, sich den Mond genau anzusehen, still zu sitzen im Kalten und es genau einzustellen. Das endete damit, dass sie zu viel getrunken haben und haben in die Fenster von anderen Leuten geguckt in New York. So kreierten sie aus ihrer Fantasie die Mondlandschaft. Vor der Mondlandung 1969 wusste ja kein Mensch, wie es da oben aussah. 2001 war noch beseelt von der Euphorie der frühen Jahre der Raumfahrt. Hal, der Bordcomputer, verkörpert die tödliche Seite der vom Menschen geschaffenen Technik. Er wehrt sich, als ihn die Astronauten abschalten wollen. Ein kalter, rationaler Killer. Das rote Auge, was ohne jedes Gefühl logisch handelt. Und mit der Logik kommen wir sehr schlecht an. Da musst du jedes Kind mit einer Erkältung gleich abschlachten. Was soll das? Steck mich doch an. Das wäre ein Computerdenken. Hat nichts mit unserer besseren Seite zu tun. Öffne das Schleusentor. Dave? Das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl. Kassenerfolg und schickte Kubrick tonnenweise Fanpost. Der Film wurde sofort zum Mythos, der unzählige Interpretationsmöglichkeiten eröffnete. Denn Kubrick hielt sich in seinem Science-Fiction-Epos an das Motto: Erklär nie etwas, was du selbst nicht verstehst. Zu der radikalen, dialogfreien Erzählweise fand Kubrick erst während der Dreharbeiten. Die ersten 20 Minuten von 2001 hatte ursprünglich Narration, einen Erzähler, der alles erklärt. Zum Glück kam Stanley davon weg. Andererseits, der Preis war, dass manche Leute es nicht verstanden haben. Hausbesuch bei den Kubricks, nördlich von London. Die Witwe des Regisseurs, Christiane Kubrick, und ihr Bruder Jan Harlan haben dem Taschenverlag die Archive geöffnet für das kiloschwere Buch über die Entstehungsgeschichte von 2001. Sie geben Einblick in die Besessenheit, die Präzision, die Detailverliebtheit, mit der Kubrick jahrelang an dem Film arbeitete. Und zeigen, wie der schluffig legere Kubrick auf den stets korrekt gekleideten Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke traf. Es war eine absolute kreative Explosion. Arthur C. Clarke war absoluter Wissenschaftler und Mathematiker und kam also aus der Ecke. Und Stanley, Fotograf. Sie hatten dann auch beide ein Fernrohr. Und es war sehr schwer, sich den Mond genau anzusehen, still zu sitzen im Kalten
und es genau einzustellen. Das endete damit, dass sie zu viel getrunken haben und haben in die Fenster von anderen Leuten geguckt in New York. So kreierten sie aus ihrer Fantasie die Mondlandschaft. Vor der Mondlandung 1969 wusste ja kein Mensch, wie es da oben aussah. 2001 war noch beseelt von der Euphorie der frühen Jahre der Raumfahrt. Hal, der Bordcomputer, verkörpert die tödliche Seite der vom Menschen geschaffenen Technik. Er wehrt sich, als ihn die Astronauten abschalten wollen. Ein kalter, rationaler Killer. Das rote Auge, was ohne jedes Gefühl logisch handelt. Und mit der Logik kommen wir sehr schlecht an. Musst du jedes Kind mit einer Erkältung gleich abschlachten? Was soll das? Steck mich doch an. Das wäre ein Computerdenken. Hat nichts mit unserer besseren Seite zu tun. Öffne das Schleusentor. Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl. Hallo! Dieser Film stellt die ganz großen Fragen. Was ist Menschlichkeit? Was Intelligenz? Woher kommen wir? Das, was